Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Am Sonntag geht es für den 1. FC Saarbrücken in Duisburg darum, den ersten dreifachen Punkterfolg in der Rückrunde zu erzielen. Wir sprachen im Vorfeld der Begegnung mit Daniel Batz und Justin Steinkötter. In Magdeburg dürfen 15.000 ins Stadion, bei uns nur 1.000. Der Verein hat dadurch Probleme, eine vernünftige Regelung zu finden, wer überhaupt jetzt von den Fans, von den Dauerkartenbesitzern einen Anspruch haben kann, das Spiel zum Beispiel gegen Dortmund zu sehen. Aus welcher Perspektive siehst du das? Ist das eine Wettbewerbsverzerrung oder ist das für euch jetzt erstmal wurscht egal? Ihr konzentriert euch nur auf den Fußball aufs Spiel. Für mich ist das absoluter Käse. Diese Regelung, jedes Land oder jede Stadt sogar entscheidet für sich selbst. Klar ist das ein Wettbewerbsnachteil, wenn man dann in Magdeburg nicht vor leeren Rängen spielt, sondern vor 15.000 und wir hier jetzt aktuell nur 1.000 reinlassen dürfen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin nicht in der Position, da irgendwas zu ändern. Ich denke, der Verein natürlich auch nicht. Wir sind abhängig, was die Landesregierung vorgibt. Und ja, das sind eben die Regelungen so, wie sie sind. Ja, nur ist ein bisschen schade, dass man in einem Land wie dem Saarland, das ja auch nicht mehr Einwohner hat als die Stadt Köln, nicht in der Lage ist, ein bisschen spezieller dann auf die Einzelnen einzugehen. Ne? Gut, ich habe mir allgemein ein paar Probleme mit in politischen Dingen. Ist so, ja. Gut, gehen wir zum Spiel zurück nach Osnabrück. Das hätte man genauso gut gewinnen können. Ich denke, die Chancen waren ja massig vorhanden. Woran hat es denn aus deiner Sicht jetzt letztlich gelegen, dass man ohne Punkte zurückgefahren ist? Ich denke, wir haben den Start natürlich verschlafen. Wir waren ein bisschen zu passiv, haben Osnabrück zu viele Spielanteile gegeben. Dann kriegen wir eigentlich in der Phase ein Tor, wo vorher auch nicht groß irgendwas passiert ist. Kriegt man ja ein Tor, wo wir nicht konsequent den Gegner verfolgen und dann den Schuss blocken. Danach haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir was machen. Waren wir deutlich aktiver, waren wir auch viel griffiger gegen den Ball, haben auch den Ball länger in unseren Reihen behalten, den Osnabrück dann bespielt, die es dann auch tiefer verteidigt haben. Kam dann ja zu unseren Chancen, die wir natürlich nutzen müssen, gar keine Frage, aber es gibt dann halt so Tage, wo der Ball nicht reingeht. Zweite Halbzeit war dann ähnlich, auch wieder schwer reingekommen in die zweite Halbzeit und dann auch wieder das Spiel besser gemacht. Dann kriegen wir jetzt 2-0, was total unglücklich war, in der Entstehung und dann im Abschluss. Danach zeigen wir eigentlich nochmal Moral, wir geben uns eigentlich nie auf. Ich finde, das zeichnet uns auch aus. Ja. Am Ende muss man sagen, klar, hätte man einen Punkt mitnehmen können, aber andererseits haben wir auch Spiele gehabt, wo wir deutlich schlechter gespielt haben oder gar keine Torchancen gehabt haben und gewonnen haben. Also, wie gesagt, es darf jetzt nicht der Trend sein, dass wir jetzt besser spielen und nicht punkten, sondern wir müssen die Waage wieder halten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das am Sonntag dann wieder hinbekommen. Ja, es hieß ja, oder der Trainer hat es auch selbst schon gesagt, eigentlich hat die Mannschaft mehr Punkte, als sie sich erspielt hat, so nach dem Äußeren zumindest. Ja, aber wo liegen denn deiner Meinung nach die Probleme und was muss man unbedingt verbessern, um jetzt in Duisburg zum Beispiel zu punkten? Was heißt Probleme? Ich meine, wir sind absolut im Soll. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist von Platz 2 bis 10 sind das, glaube ich, 4 Punkte. Das ist wahnsinnig eng, diese Liga. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Das läuft alles immer ein bisschen in den Wellen ab. Mal schwimmt man oben, mal ist man ein bisschen weiter unten. Da geht's einfach, für uns geht es bis zum Ende darum, möglichst mitzuschwimmen für die oberen Plätze. Probleme, ich würde mir gerne mal wünschen, dass wir häufiges Bewusstsein haben für die Defensive, dass wir auch mal zu Null spielen. Vielleicht mal auch länger am Stück zu Null spielen, mal 2-3 Spiele. Das würde uns, glaube ich, mal ganz gut tun. Ist ein schmaler Grat natürlich, aber das wäre so mein Wunsch natürlich. Aber es ist kein Wunschkonzept. Ja. Jetzt fahrt ihr nach Duisburg. Die haben jetzt auch eine vielleicht ein bisschen ähnliche Situation wie ihr nach dieser Geschichte mit Erdmann. Da gab es jetzt Ermittlungen wegen dieser rassistischen Geschichte im Spiel gegen Osnabrück. Jetzt auf einmal ist ein Urteil durch die Polizei quasi entstanden gekommen, durch deren Ermittlungen, dass eben gesagt wurde, da war gar nichts. Meinst du, dass die sich dadurch ablenken lassen, durch diese ganze Geschichte? Immerhin müssen sie ja das Spiel wiederholen am 2. Februar. Ich denke nicht. Das ist, wie gesagt, das sind bei uns, wir haben uns auch, es wurde mehr von außen reingetragen, dass das uns so arg beschäftigt. Und
Ich denke, ja, so wird es auch in Duisburg sein. Die gucken da, dass ich von Spiel zu Spiel gehe. Ich denke, die haben genug Probleme gehabt in der Hinrunde und jetzt haben sie einen guten Start gehabt ins neue Jahr. Da wollen die weitermachen. Da beschäftigen sie sich, denke ich, nicht mehr mit dem vergangenen Jahr und nicht mit dem Zukunftsspiel gegen Osnabrück. Und von daher ist das für uns auch gar kein Thema. Ja. Generell diese Geschichte mit dem Rassismus, das kam ja wie gesagt da mit Erdmann auf. Dann wurde dieses Spiel merkwürdigerweise abgebrochen. Zum ersten Mal wurde ein Spiel wegen solch einem Vorfall in Deutschland abgebrochen. Findest du nicht, dass da ein bisschen insgesamt der DFB zu, ja, wie soll man es sagen? Willkürlich, ja, handelt. Ne? Also, dass ich glaube, es ist unfassbar schwer, da eine einheitliche Linie reinzukriegen. Rassismus ist Rassismus. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen dazu. Aber ich finde es wahnsinnig schwer, als Verband, aus Sicht des Verbandes, da einen richtigen Konsens zu finden. Ja, ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird, wie es da weitergeht. Das wird, denke ich, eigentlich sollte es kein Thema sein in der heutigen Zeit, aber es ist mehr Thema denn je. Und da, ja, weiß ich nicht, vielleicht war das jetzt mal das erste Zeichen, dass auch ein Spiel abgebrochen wird. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, dass im Nachgang dann das Ganze revidiert wird, sagen, da war gar nichts und es wurde trotzdem abgebrochen. Aber in der Situation selbst war das natürlich, glaube ich, die einzig richtige Entscheidung, wenn der Verdacht eben so gegeben war, dass der Spieler dann auch nicht mehr in der Lage war, weiterzuspielen. Ja, es hat ja sogar der Linienrichter behauptet, dass Affenlaute. Ja, also ja, dann denke ich, war es in der Konsequenz und in der Härte, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Ja, was die Ermittlungen dann am Ende dann geben, das wirft ein paar Fragen auf, natürlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das so eine Signalwirkung, dass auch Schiedsrichter dazu dann angehalten sind, die Spiele dann auch rigoros abzubrechen. Ja. Na, vielleicht hätte es dem Herrn Erdmann auch geholfen, wenn hier die Polizei ermittelt hätte. Wäre das weiß man nicht, ja, besser gewesen. Ne? Ja. Gut, ja. Gut, was ist in Duisburg noch zu erwarten? Also ich meine, ganz klar ist, es sind jetzt zwei Spiele weniger erfolgreich gewesen, also beide Rückrundenspiele. Wenn man sich dann das Restprogramm ansieht in diesem Monat, wird es ja auch nicht besonders leicht. Es müssen drei Punkte her, oder? Am liebsten immer in jedem Spiel. Ich denke, Duisburg hat eine schwere Phase gehabt. Die versuchen sich da jetzt rauszuschwimmen. Wir haben jetzt eine Phase, wo wir zwei Spiele mal nicht gewonnen haben oder unzureichend gepunktet haben. Jetzt, wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und dann gucken wir, was wir aus Duisburg mitnehmen. Es geht ja dann relativ schnell, dann kommt schon Dortmund, dann kommt Magdeburg. Also es geht Schlag auf Schlag. Da darf man sich auch gar nicht damit beschäftigen, sondern für uns zählt jetzt erstmal Duisburg. Wir gucken, dass wir da Punkte mitnehmen. Ich weiß nicht, ob da eine Siegpflicht ist. Das ist ein bisschen vermessen. Ich meine, MSV Duisburg ist nicht ein kleiner Verein, wo man sagt, ja, da läuft man jetzt mal kurz über die Wiese, putzt sie weg und bringt drei Punkte mit. Also das ist auf keinen Fall so. Und deshalb einfach gucken, unseren Plan auf den Platz kriegen und dann schauen, was am Ende rauskommt. Ja. Ein anderes Thema, was in der Diskussion um die Vertragsverlängerung mit Manuel Zeitz zur Sprache kam, das ist die Geschichte mit den verdienten Spielern. Ne? Wir haben gesehen, zum Beispiel in Osnabrück, bist vielleicht auch mal am Stadion vorbeigelaufen, da sind die ehemaligen, die großen Spieler von Osnabrück, die sind da sogar bildlich auf dem Stadion draufgemalt. Das passiert bei uns vielleicht auch irgendwann mal. Der andere Punkt ist, andere Vereine gehen hin und binden solche Vereinsikonen. Und dich würde ich allein aufgrund dieses einen Spiels gegen Düsseldorf dann unbedingt dazu zählen. Die binden die ein in die Zukunft. Die sagen also von vornherein, sieht man jetzt auch bei Sebastian Kehl zum Beispiel in Dortmund, wir wollen, dass du in Zukunft hier das mitgestaltest. Wäre das eine Aufgabe, die du für dich auch sehen könntest hier beim 1. FC Saarbrücken? Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier im Verein und in der Region einfach wahnsinnig wohlfühle, super mit den Leuten zurechtkomme. Ich denke auch, die Fans sehen mich auch jetzt ein bisschen anders als noch am Anfang meiner Zeit hier. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger hier. Klar wünscht man sich das als Spielermann. Ich meine, wir sind jetzt beide über 30. Da macht man sich dann auch mal Gedanken über die Zukunft. Gut, ich bin Torhüter, ich kann und will eigentlich noch ein bisschen länger spielen, hoffentlich länger als Manu. Aber das ist bei uns ist nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung des Vereins und des Vorstandes des Vereins. Ich finde, man kann es, wäre eine tolle Sache. Also ich wäre da auf keinen Fall strikt dagegen und sagen, ich würde nichts mehr mit dem Verein zu tun haben zu wollen nach der Karriere. Ja.
Du bereitest dich ja auch schon auf solche Dinge vor, Studium, Trainerschein und so weiter. Ne? Ja, gut, ich bin auch, glaube ich, jemand, der intern auch oftmals dann den Finger in die Wunden legt, auch wenn man mich dann manchmal nicht so gern hören mag, aber ich gehe dann auch schon mit offenen Augen so ein bisschen rum. Bin dann vielleicht manchmal ein bisschen nervig, wenn ich gewisse Sachen anspreche. Aber ich finde, das gehört dazu. Wir wollen uns ja alle weiterentwickeln und ich würde es nicht machen, wenn ich nicht nur das Beste für den Verein haben wollen würde. Die Fans fordern dich in der Startelf. Machst du das auch? Natürlich wäre das schön, wenn man in der Startelf steht, aber wenn ich jetzt auch gegen Duisburg von der Bank komme, ja, natürlich ist es nicht schön, aber gebe ich 100% und ja, gib Gas. Hast du ein bisschen Angst, dass du so in diese Ecke gestellt wirst, der Spieler für die letzte halbe Stunde im Spiel? Könnte dir das drohen? Befürchtest du das? Schwer. Also ich denke mal schon. Also ich habe auch, dass ich mal meine Möglichkeiten von Anfang an bekomme. Und ja, ich glaube nicht. Also wenn, natürlich in der letzten halben Stunde kann ich noch mal ein bisschen Power geben, aber ja, auch wenn es dann nur für die letzten 30 Minuten, ich gebe immer Gas und ja, ja, versuche mal der Mannschaft zu helfen. Ja. Ist das jetzt von der Sichtweise eigentlich auch, du hast ja, sagen wir, bei Gladbach 2 auch von Anfang an gespielt und ist es ein anderes Gefühl, in der Startelf direkt zu stehen oder dann eben nach 60 Minuten zu kommen und zu sagen, jetzt kann ich nochmal alles reißen? Ist das was anderes, jetzt rein gefühlsmäßig? Also ich finde, so die letzte halbe Stunde, da sind immer noch so viele Räume, der Gegner ist ein bisschen platt und dann sind halt hinter der Abwehr noch mehr Räume und das liegt mir eigentlich auch. Ja. Und ja. Vor allem haben wir festgestellt, dir ist relativ egal, wo du vorne spielst. Ne? Also du kommst über links, du kommst über rechts, du kannst auch in der Mitte deine Tore machen. Das ist aber jetzt nicht deine Präferenz, das ist nicht das, was du unbedingt willst. Du willst eigentlich schon in der Mitte spielen, oder? Nee, mir ist das eigentlich egal. Also wenn ich vorne dann nicht so viele Ballkontakte, Ballaktionen habe, ist es manchmal lieber auf außen, da kriegt man, finde ich, teilweise mehr Bälle und ja, also das ist mir eigentlich egal, wo ich vorne spiele. Hauptsache vorne, sage ich mal so. Ja, okay, ja. Super. Jetzt war es am Anfang der Saison ja noch nicht ganz so. Ne? Jetzt ist es ja so, wenn du reinkommst, merkt man, da kommt ein Schub. Ne? Auch zum Teil mit Maurice Deville, hat man ja festgestellt. Am Anfang der Saison hat man das noch nicht so gemerkt. Hast du eine Entwicklung hier durchlaufen, eine besondere? Macht sich das bemerkbar, dass du jetzt einen anderen Trainer hast, dass die Mannschaft einfach auch von den Persönlichkeiten her eine andere ist? Ja, natürlich. Die Mannschaft ist super. Also wirklich, in den letzten halben Stunden machen wir dann immer noch, geben wir noch richtig Gas. Und ja, haben wir gesehen, wie wir dann als Mannschaft immer noch die Spiele gedreht haben. Und ja, natürlich habe ich hier viel gearbeitet, war viel im Kraftraum, habe viel an mich gearbeitet bei Fuhr. Und der Trainer hat mir auch immer Tipps gegeben. Und ja. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Ja, also er hat dich ein Stück nach vorne gebracht. Ja, genau. Jetzt kommst du aus Hamm, ne? Oder? Ja, Beckum, eher gesagt. Beckum, das Beckum. Ist schon auch Richtung Duisburg mehr noch, ne? Oder? Ja, Bielefeld. Richtung Bielefeld. Das ist die andere Richtung. Genau. Ah, okay. Nee, aber sagen wir, Duisburg ist für dich ja sicherlich ein Begriff. Das ist ein großer Verein, große Tradition. Ihr spielt jetzt dagegen. Die haben auch eine Mannschaft, die strotzt eigentlich vor richtig prominenten Namen. Ne? Baccalords ist da drin, Stoppelkamp, Budadus, auch Weinkauf ist ja sicherlich ein guter Name. Habt ihr da ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst davor, dort zu starten, denn es ist ja, sagen wir, sicherlich nicht eine Mannschaft, die ihrem Tabellenplatz entspricht, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben super Einzelspieler und ja, wir werden uns bestens vorbereiten auf die. Und ja, dann denke ich mal, bin ich fest von überzeugt, dass wir da 3 Punkte mitnehmen, wenn wir unser Spiel spielen, wenn wir da konsequent an die Sache rangehen und ja. Ja. Letzte Frage, hast du dir ein eigenes Ziel so vor Augen gesetzt, so bis Ende der Saison, dass du sagst, okay, ich will mich jetzt durchgesetzt haben, will in der Stammelf stehen oder lässt du einfach erstmal alles auf dich zukommen, schaust, wie jetzt die Entwicklung hier ist?
Ja, also erstmal möchte ich, dass wir unsere Mannschaftsziele erreichen und ja, dann steht immer so im Hintergrund dann die einzelnen Ziele. So, jeder hat sich, denke ich mal, einzelne Ziele gemacht, aber natürlich erstmal für die Mannschaft und ja, natürlich möchte ich mich weiterentwickeln und ja, möchte mich überall verbessern, technisch sowohl körperlich und ja. Ja, dann herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz zu Anfang einer englischen Woche mit dem Auftaktspiel am Sonntag in Duisburg. Wir wollen das analysieren mit unserem Trainer Uwe Koschinert, hallo, und mit einem Spieler mit MSV-Vergangenheit, Lukas Böder, servus. Fangen wir wie immer an mit der Trainingswoche, mit einem ja, unglücklichen Spiel in Osnabrück als Rucksack in die Trainingswoche gegangen. Wie hast du das aufgefangen in der Mannschaft? Ich glaube, dass die Mannschaft ausreichend reflektiert ist und weiß, dass wir zum einen vielleicht mal so den kompletten Inhalt der 90 Minuten, aber dann so die spielentscheidenden Situationen einfach mal voneinander wegdividieren. Ich glaube, da kann es ja keine zwei Meinungen zu geben, dass wir in den Situationen, die sich unmittelbar vor den beiden Toren abgespielt haben, auf der einen Seite in der Anfangsphase eben ein vermeidbares Gegentor bekommen haben, dass wir auf der anderen Seite gerade für ein Auswärtsspiel gegen eine gute Mannschaft sehr, sehr hohe Zahl an Tormöglichkeiten hatten, um mindestens den Ausgleich zu erzielen, in der Schlussphase sogar in einer nahezu aussichtslosen Situation aus einem 0-2 auch ein 2-2 machen können. Also die Qualität der Torschancen, die war sehr hoch. Ich habe eine ganz, ganz starke Phase gesehen, unmittelbar vor der Pause, in der wir den Gegner aus meiner Sicht eben auch wirklich dominiert haben. In dieser Phase hätte mit Sicherheit der Ausgleich fallen müssen. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit, dass wir eine aus meiner Sicht etwas zu passive, etwas zu tiefstehende erste Phase hatten. Sobald wir eine höhere Aktivität auf den Platz gebracht haben, war unser Spiel auch deutlich besser. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass du nach dem 0-2 auch richtig hättest baden gehen können. Denn da war so eine ganz, ganz kurze Phase, in der Osnabrück auch seine wahnsinnige Geschwindigkeit, auch die Qualität von der Bank ausgespielt hat. Da hätte 0-3 bei dieser einen Kontersituation, die wir einfach gut im Zentrum verteidigt haben, aber in ihrer Entstehung nicht verhindern konnten, hätten dann natürlich auch zum endgültigen Rückschlag führen können. Insofern glaube ich, ist die Moral der Truppe nach wie vor sehr, sehr intakt. Das zeigt einfach der Spielverlauf, nach dem 0-2 nicht aufzugeben und bis in die letzten Minuten auch daran zu glauben, noch was zu holen. Ich glaube, dass wir insgesamt auch inhaltlich auf Augenhöhe gespielt haben. Osnabrück ist eine gute Mannschaft mit gefestigten Abläufen. Insofern finde ich, war das Spiel irgendwo auf Augenhöhe. Es ist so ganz anders. Ich glaube, das liegt dann sehr, sehr stark an uns, so ganz anders wie viele andere Spitzenspiele. Wenn ich dann montags abends beispielsweise den Fernseher anmache und schaue mir Dortmund und Mannheim an, dann passiert in beiden Strafräumen viel, viel mehr. Wir sind da vielleicht etwas nüchterner in beide Richtungen. Trotzdem gibt mir natürlich zur Hoffnung Anlass, dass wir einfach eine gute Zahl an klaren Tormöglichkeiten hatten. Dass gerade Tobi natürlich auch sich selbst da in die Kritik nimmt und sagt, super, dass ich in diese Aktion komme. Es ist für einen Spieler wie ihn ja eher ungewöhnlich, eine so hohe Zahl an klaren Abschlüssen zu haben. Auf der anderen Seite beschissen, dass ich sie nicht verwertet habe. Und deswegen ist es natürlich erstmal ein Fehlstart. Jetzt mit der Ambition, oben dran zu bleiben, eine Wichtigkeit, die Mannschaft einfach aus der Leistung heraus abzuholen und auf diese englische Woche zu fokussieren. Ich empfinde derzeit die Trainerarbeit eben prinzipiell als unglaublich anstrengend, weil auf der einen Seite du natürlich eine gewisse Enge an Spielen auch vorbereiten musst. Wir durch die Krankheit von Luca Kerber natürlich jetzt auch erstmal einen Rückschlag hinnehmen müssen, weil er im Prinzip sehr fitter Spieler, der uns unheimlich gut tut, Gesundheit, dass der uns jetzt erstmal ausfallen wird, den musst du ersetzen. Darüber hinaus haben wir vier Spieler, die unmittelbar vor einer Sperre stehen. Das ist in der englischen Woche logischerweise auch zu durchdenken. Wir haben die Situation mit Steven Zellner, der zwar prinzipiell das erste Spiel sehr gut verkraftet hat, dessen Knie aber jetzt erheblich reagiert. Insofern müssen wir heute mal schauen, ist er tatsächlich trainingsfähig und wenn, in welchem Zustand. Das sind dann alles Entscheidungen, die ich als Trainer in Bezug auf die eigene Truppe abwägen muss. Und darüber hinaus, das bringt einfach diese Zeit mit sich, ist bei der Gegnervorbereitung ist natürlich auch immer sehr, sehr kompliziert, genau herauszukriegen, in welchem Zustand, in welchem personellen Zustand ist der Gegner, immer wieder neu aufploppende Corona-Fälle, andere, die aus
Quarantänen zurückkommen, wo du nie weißt, in welchem Zustand sind diese Spieler. Machen wir das namentlich fest in Duisburg bei Burdus und Frei. Sind Qualitätsspieler, die aus der zweiten Liga kommen. In welchem Zustand kehren die zurück? Kehren sie direkt zurück? Was bedeutet das für die Statik des Gegners? Das sind eben alles so Themen, die mich aktuell umtreiben. Deswegen finde ich, der Umgang mit der Mannschaft war in dieser Woche eher ruhig und unspektakulär, weil das Spiel kein Drama war und trotzdem natürlich negativ mit einer Niederlage zu starten. Es geht mehr wirklich darum zu visualisieren, was bringt diese sehr eng getaktete nächste Woche. Lukas, du warst ja komplett dabei in Osnabrück. Wie kriegt man so ein Spiel, das ja unglücklich gelaufen ist im Prinzip, man hatte ja eigentlich die Möglichkeit, da auf jeden Fall was mitzunehmen. Wie kriegt man das im Training raus und kann man sich dann direkt wieder fokussieren auf die nächsten Aufgaben? Ja, ich glaube, also meistens ist es eigentlich so, dass man das halt nicht so viel mit in die Woche reinnimmt. Also man ärgert sich meistens auf einer doofen Rückfahrt dann natürlich über die nicht gewonnenen Punkte. Aber dann letztendlich, wenn du dann im Training wieder startest, ist es dann auch wieder gut. Dann ist der Fokus auf das nächste Spiel und man läuft es halt raus und muss halt einfach gucken, dass dann halt das nächste Spiel gewonnen wird und dann sind die drei Punkte dann da und dann ist das jetzt kein großer Fokus in der Woche darauf eigentlich. MSV Duisburg hat sich ja prominent verstärkt, Marvin Knoll aus St. Pauli geholt, Mentalitätsspieler, ist in einer Situation, wo man sie vorher nicht vermutet hatte, insofern ein gefährlicher Gegner von Sonntag. Ja, für Duisburg gilt am Ende dasselbe wie für Osnabrück. Es sind jetzt beides Mannschaften gewesen, die, glaube ich, mit einem Spiel gegen uns sehr, sehr viel verbinden müssen. Osnabrück brauchte die Punkte, um oben dran zu sein, um ernsthaft noch ein Wörtchen mitreden zu können um die Aufstiegsplätze. Duisburg muss von den Abstiegsplätzen weg. Und ganz sicher ist jetzt durch den Sieg gegen Havelse ja keine Ausgangssituation entstanden, in der man sagt, jetzt sind wir erstmal aus dem Gröbsten raus. Man steht immer noch auf einem Abstiegsplatz und mittlerweile sind die Zahl der Spiele der Konkurrenten unten eben sehr, sehr unterschiedlich, Corona-bedingt. Insofern musst du da sehr aufpassen, dass du Punkte holst, um jetzt in Vorleistung zu gehen. Und deswegen erwarte ich schon eine Mannschaft, die sich, glaube ich, sehr, sehr stark gerade an dem letzten Spiel gegen Havelse ein Stückchen festhält, aber auch an der inhaltlich sehr, sehr guten Leistung gegen Osnabrück. Das Spiel ist ja nach 30 Minuten abgebrochen worden, aber bis zu dem Zeitpunkt hätte, was die Chancen angeht, mit Sicherheit der MSV in Führung gehen können. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man so die taktische Ausgangssituation verändert hat. Gegen Osnabrück ja erstmalig mit einer Dreierkette gespielt, sehr, sehr mutig von hinten heraus gespielt, sehr, sehr druckvoll gespielt, deutlich weiter vorne attackiert. Diese Umstellung hat zunächst einmal zum Erfolg geführt und deswegen ist es mit Sicherheit auch eine Option gegen uns. Und dazu bringt neues Personal, da muss man mit Sicherheit auch Jeboa nennen, der eine unheimlich hohe persönliche Qualität hat, bringt neues Personal natürlich auch eine Hoffnung in diesen Kader. Und dass dieser Kader prinzipiell so bestückt ist, dass es eigentlich ja nichts mit Abstiegskampf zu tun hat. Ich glaube, das ist jedem klar. Und auf der anderen Seite hat die Vergangenheit der letzten Jahre in der dritten Liga immer gezeigt, dass es Traditionsvereine gibt, die irgendwo schon mit einer persönlich hohen Ambition gestartet sind und dann im Saisonverlauf einfach Probleme haben. Nichtsdestotrotz ist Duisburg mit Sicherheit gerade in Bezug auf die Kaderzusammenstellung eine Mannschaft, die eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs sein müsste. Lukas, du hast ja eine nicht ganz allzu lange zurückliegende Vergangenheit beim MSV. Du hast eine komplette Saison als Stammspieler dort gehabt. Wie sehr freust du dich auf das Spiel? Und man freut sich immer wieder, so gegen ehemalige Vereine zu spielen. Ist natürlich trotzdem ein ganz normales Spiel, wo es um drei Punkte geht. Der Kader ist auch relativ viel durchgemischt worden. Also es sind jetzt nicht mehr so viele alte Gesichter. Ein, zwei sind da schon natürlich dabei, aber ist jetzt nicht so, dass der Großteil noch da ist. Aber ein paar alte Gesichter trifft man da und das ist dann immer wieder ganz gut und schön. Und dann ist es so ein gewisser Ansporn, dann nochmal da zu gewinnen. Dann jetzt auch noch vor Ort in Duisburg. Da freut man sich auf so ein Spiel und man hat Bock drauf. Zum Kader, hast ja Luca Kerber schon erwähnt, gibt es weitere Problemstellungen? Ja, eben bin ich auf Steven Zellner eingegangen. Es kam jetzt ein bisschen überraschend auf der Basis der letzten Wochen, weil wir wirklich unheimlich happy waren, dass er so diese sehr hohen Belastungen eigentlich alle ganz gut standgehalten hat, dass er am Tag nach dem Spiel gar keine Probleme
vermeldet hat und auch in den ersten Trainingseinheiten normal mitmachen konnte. Das hat sich dann gestern ein bisschen anders dargestellt. Insofern müssen wir heute einfach abwarten, wie die Situation ist, ob er die Schmerzen A toleriert und B, ob er mit diesen Schmerzen dann auch tatsächlich wettkampffähig ist. Das bedarf einer Entscheidung und dementsprechend richtet sich natürlich danach auch relativ viel in der Defensive aus. Ansonsten sind alle Spieler fit. Boneo Ferro macht immer mehr mit, ohne große Rückschläge. Insofern ist das Angebot schon natürlich entsprechend groß. Auf der anderen Seite braucht man nicht verhehlen, dass der Ausfall von Luca, der sich in diesem Jahr einfach zu einer unverzichtbaren Größe gemacht hat, natürlich schon schwer wiegt, weil ein Spieler dieser Art wir im Kader vielleicht so 1:1 vielleicht mit Dave Gnase haben, aber logischerweise nicht so häufig, dass du sagen kannst, das fällt überhaupt nicht ins Kontor. Das ist schon ein wichtiger Spieler und deswegen ist es schade. Und vor allen Dingen, dass diese Mandelentzündung, die ja durch ein Antibiotikum behandelt werden musste, dass die jetzt unmittelbar vor dieser englischen Woche quasi passiert ist, weil logischerweise in der Enge der Taktung weißt du nicht genau, wann gewinnst du den Spieler wieder und im schlimmsten Fall hat er 3 Spiele durch diese Krankheit versäumt und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Gut, das wäre die Anfangsrunde gewesen. Kommen wir gerne zu den Fragen. Eine kurze Nachfrage zum Personal. Dominik Becker hat gestern, glaube ich, auch so ein bisschen individuell noch trainiert. Ist er dabei? Weil Sie haben ihn jetzt eben nicht erwähnt bei den Verletzten. Nein, ist also tatsächlich noch ein Spieler, den ich eher unter der Rubrik Heranführung sehe, weil er noch kein ernsthaftes Mannschaftstraining mitgemacht hat. Wir steigern da jetzt erstmal individuell die Intensitäten und ich hoffe sehr darauf, dass er Anfang der nächsten Woche dann auch vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren kann. Sie haben den Gnase als Ersatz für Kakaba jetzt vielleicht genannt. War das schon eine vorige Woche Aufstellung oder gibt es da noch weitere Überlegungen, dass man da vielleicht auch noch mit einem Sechser spielt oder was sind die Überlegungen, die Sie da umtreiben, um das aufzufangen? Also das ist mit Sicherheit eine Idee, auf einen zweiten klassischen Sechser zu verzichten und insgesamt etwas offensiver aufzustellen. Das spricht dann für eine Reihe von Sebastian Jakob, der das quasi anders interpretiert, aber ersetzen könnte. Und es gibt mit Sicherheit auch noch ganz andere Grundideen, denn nochmal, wir treffen auf eine völlig andere Grundsystematik potenziell des Gegners. Dafür brauchst du logischerweise auch ein paar ganz gute Ideen, um sichere Abläufe zu gewährleisten. Deswegen gibt es andere Ideen, aber prinzipiell ist Dave mit Sicherheit vom Spielertyp derjenige, der es am ehesten ersetzen könnte, ohne dass du ganz, ganz groß in die Statik der Mannschaft eingreifst. Sebastian Lösen? Ist aus meiner Sicht für einen Anfangseinsatz noch nicht weit genug. Hinspiel war ja gegen den MSV eines der Spiele, wo man sagen muss, wir haben irgendwann mal gesagt, wir waren eigentlich in ganz wenigen Spielen extrem dominant. Duisburg war jetzt, glaube ich, das Hinspiel schon so, wo man von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich das Gefühl hatte, das gewinnst du. Ist das so auch in Ihrem Hinterkopf nochmal präsent, dass man eigentlich damals den Gegner sehr gut gespielt hat oder sehen Sie die Voraussetzungen auch durch die Transfers beim MSV ein bisschen verändert? Ja, total verändert. Erstens mal war die Ausgangssituation eine komplett andere. Wir waren hier schon richtig durchgeschüttelt, war Weltuntergangsstimmung nach der Niederlage gegen Osnabrück und es gab erhebliche Zweifel darüber, was unsere Mannschaft tatsächlich zu leisten imstande ist. Duisburg hat ja damals das erste Spiel Corona-bedingt nicht gespielt, das heißt, deren Saisonauftakt war ein total souveräner Sieg zu Hause gegen Havelse, das waren so die einzigen Meisterschaftseindrücke. Pavel Dotschev hat es in der Rückrunde der vergangenen Saison geschafft, die Mannschaft aus dem Abstiegskampf rauszuführen, zu stabilisieren. Man ist auch als MSV, glaube ich, sehr, sehr ambitioniert in die Saison gestartet. Ich glaube, keiner hat diesen Saisonverlauf irgendwo gesehen. Deswegen finde ich, da gibt es nahezu gar keine Parallelen. Mal davon abgesehen, dass der MSV den Trainer gewechselt hat, jetzt auch das Spielsystem gewechselt hat, relativ viele neue Verpflichtungen während der Saison, andere wurden aussortiert, die gegen uns sogar noch auf dem Platz gestanden haben. Insofern finde ich, sind die Parallelen, die sind nicht allzu ähnlich. Anders als beispielsweise Osnabrück, wo man ganz klar sagen muss, dass die Mannschaft ja ein sehr, sehr ähnliches Gesicht hatte in Relation zum Hinspiel und auch der Saisonverlauf natürlich prägend war mit dieser Art des Spiels. Wir haben eben über die Defensive gesprochen, dass es da Lücken gibt, die zu schließen sind. Wie sieht es denn in der Offensive aus? Ist da auch etwas Neues in Sicht für das Spiel gegen Duisburg?
Was meinen Sie im Sinne von neu, dass ich umstelle? Genau. Das habe ich ja eben gesagt, dass Sebastian Jakob eine Alternative ist, um tatsächlich mit einem zweiten Spieler vorne zu beginnen im Zentrum, ohne dass ich jetzt einen anderen Offensiven herausnehme. Ich sehe eine unheimlich gute Entwicklung bei Minos Goras, der in dieser Woche in einer sehr intensiven Einheit schon wieder so diese wiederholte Sprintkapazität auf den Platz gebracht hat. Das zeigt mir, dass er aus dieser langen Pause heraus so langsam wieder Richtung 100% kommt. Ich fand seine Einwechslung sehr belebend. Und darüber hinaus haben wir mit Steinkötter und De Ville natürlich auch Spieler, die jederzeit in der Lage sind, tatsächlich auch von Anfang an zu spielen. Gerade Justin hat natürlich als Joker mittlerweile eine beeindruckende Serie hinter sich, wo eigentlich in nahezu jedem Spiel etwas Spielentscheidendes noch auf die Platte bringt. Deswegen sehe ich in der Offensive sehr, sehr viele Möglichkeiten, entweder vor dem Spiel zu reagieren oder aber auch während des Spiels nochmal neue Impulse zu bringen. Jetzt speziell zu Justin Steinkötter. Der hat ja wirklich immer einen riesen Schub gebracht, wenn er eingewechselt wurde. Trauen Sie ihm denn auch zu, dass er den Schub von Anfang an bringen kann? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also prinzipiell ist es ein Spieler, der über eine sehr, sehr gute Physis und auch über, glaube ich, auch so diese Fähigkeit verfügt, von Anfang an auch Akzente zu setzen. Das ist mit Sicherheit prinzipiell der Fall. Auf der anderen Seite, darüber habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, als dieses Thema aufkam, ist es natürlich aktuell auch sehr, sehr gut, dass die Mannschaft weiß, von außen können Impulse kommen. Und die hängen natürlich unmittelbar mit Spielertypen zusammen, die möglicherweise gerade für eine solche Situation auch wie geschaffen sind. Und deswegen musst du dir als Trainer natürlich immer die Gedanken machen, wenn du einen dieser Joker von Anfang an bringst, dann verschießt du dir natürlich den sicheren Wechsel mit der Gewissheit, von außen kommt nochmal ein Impuls. Und deswegen sehe ich unsere Offensive aktuell auch nicht in einer dermaßen desaströsen Verfassung, dass man jetzt prinzipiell so die Hierarchie komplett durcheinander wirbeln muss. Aber Justin nährt natürlich mit jeder Woche die Hoffnung, dass er hier mal ein vollumfänglich starker Drittligaspieler wird. Er ist noch sehr, sehr jung. Er hat mit Sicherheit noch ein großes Entwicklungspotenzial, aber auf der anderen Seite hat er wirklich im Verlaufe der Saison sehr auf sich aufmerksam gemacht und dieses Selbstvertrauen, das transportiert natürlich auch immer mehr in Trainingseinheiten, hat dann immer klareres Auftreten, natürlich auch mittlerweile ein ganz, ganz anderes Standing. Und deswegen finde ich es prinzipiell die Idee dieses Transfers zu 100% aufgegangen. Ja, wenn man vier Spieler hat, eventuell mit viel Spaßen gibt es dann vor ihm nein, dann denke ich mal, also da kann das ja im Spiel vielleicht wichtig werden, oder lässt man es einfach auf sich zukommen, dass man sagt, dann haben wir drei Sperre gemacht, da wird das irgendwie Einfluss nehmen aufs Spiel oder in der Vorbereitung. Ja, du hast ja wirklich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder versuchst du, potenzielle Sperren so ein Stück weit aufzuteilen, indem du einen Spieler eben jetzt aktuell nicht aufstellst, mit der Gewissheit, dass er dann möglicherweise im nächsten Spiel auf dem Platz stehen kann. Ich bin jetzt in der Saisonphase kein Fan davon und will tatsächlich die Spiele so coachen, dass wir es Spiel für Spiel angehen, auch in Bezug auf die potenziellen Sperren. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu Bjarne Zölke. Die Frist kommt ja immer näher, 31. ist noch ein bisschen mehr als eine Woche. Wie sieht es denn mit ihm aus, angesichts der Personalsituation, die jetzt in der Abwehr herrscht? Die abgesprochene Variante, ihn auf Herz und Nieren im Januar zu prüfen und dann eine sportliche Entscheidung treffen zu können, ist ja dann auch immer eine wirtschaftliche, aber das ist ja dann nicht mehr mein Part, eine sportliche Entscheidung zu treffen, die hat eben nicht funktioniert, weil Bjarne einfach sich verletzt hat und aktuell normales Mannschaftstraining eben nicht möglich ist. Insofern geht es aus meiner Sicht darum, und da haben wir eine super gute Kommunikation mit dem Spieler, haben wir auch in dieser Woche wieder gehabt, geht es jetzt darum, abzuwägen, ob der Spieler uns im Verlauf der Rückrunde, trotz der Tatsache, dass das im Januar jetzt körperlich nicht so gut funktioniert hat, noch helfen kann. Und logischerweise muss man dann mit dem Spieler auch sprechen, wie er sich eine potenzielle vertragliche Situation auch vorstellen kann. Aber nochmal, das ist dann weniger mein Part, sondern es geht ja erstmal um eine sportliche Beurteilung. Aber die müsste aus meiner Sicht eben jetzt sehr, sehr stark eher eine Vision sein. Was kannst du von diesem Spieler noch erwarten? Was bringt der Spieler mit? Was kann im Verlauf einer Rückrunde passieren, wenn der Spieler tatsächlich mal bei 100% ist? Leider Gottes ist der Nachweis auf dem Platz, so im Rahmen einer sehr intensiven Vorbereitung, einfach nicht möglich gewesen, weil dafür waren die Einheiten, die er gemacht hat, zu kurz.
und war leider auch wieder eine Unterbrechung drin. Und wie ist die Tendenz? Wie ist die Tendenz in der Sache? Das besprechen Jürgen Luginger, der Spieler, und ich natürlich erstmal hinter verschlossenen Türen. Es macht ja keinen Sinn, da eine permanente Wasserstandsmeldung über die Presse weiterzugeben. Ich glaube, die Fakten, die liegen knallhart auf dem Tisch. Im Normalfall wäre eine Verpflichtung von Bjarne Tölke, wenn er nicht hier schon bekannt wäre, wäre aus meiner Sicht nicht möglich, weil der Spieler quasi den sportlichen Nachweis in der Kürze der Zeit, seitdem ich hier bin, ja nicht erbringen konnte. Aber es gibt eine Biografie dieses Spielers, es gibt eine Wertigkeit und logischerweise auch eine gewisse Fantasie in diesem Spieler. Und die ist nach wie vor so, dass der Spieler natürlich unglaublich helfen würde, wenn er bei 100% ist. Unabhängig von der englischen Woche, die ja immer so ein paar Umstellungen mit sich bringt, eine Frage an Lukas und über Lukas. Er ist eigentlich so die Konstante in der Innenverteidigung, seit er hier ist. Ich habe das Gefühl, mit 17 wechselnden Partnern gespielt im Laufe der Saison. Wie gehst du damit um, dass jetzt vielleicht ein Zellner, man hatte schon den Eindruck gehabt, nach Osnabrück, Bilder, Zellner könnte jetzt mal so in den nächsten Wochen dieses Duo sein. Jetzt sagt der Trainer Zelle, als Knie reagiert. Es ist schwierig für dich, permanent sich auf neue Mitspieler einzustellen, und auch die Frage an den Trainer, wie sie damit umgehen. Weil ich glaube, es ist ja sehr unbefriedigend, wenn man permanent an der Viererkette rumbasteln muss. Soll ich anfangen? Ja. Also natürlich ist es blöd, wenn du immer einen Wechsel hast, so ein bisschen in der Innenverteidigung. Jetzt für mich persönlich ist es geil, wenn du halt irgendwann einen Partner hast, wo du dich immer mehr blind verstehst. Ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt eigentlich die Saison auch schon gezeigt hat, dass es trotzdem auch irgendwie mit jedem irgendwie immer funktioniert hat. Da muss man halt einfach viel kommunizieren und gucken, wie der sich verhält, auch im Training dann halt einfach. Ich glaube, wir haben auch halt, wie gesagt, genug Spieler, die es halt auch einfach gut spielen können auf der Innenverteidigerposition. Ich kann mich da, glaube ich, auch relativ gut anpassen zu den jeweiligen Spielern. Dementsprechend ist es jetzt kein großes Problem. Schade ist es trotzdem. Jetzt auch für Zelle natürlich selber auch. Er freut sich natürlich auch nicht über sein Knie, aber wäre schon schön, wenn es auf Sicht irgendwann mal halt dann so einen richtigen Partner geben würde, weil es, glaube ich, der Mannschaft und dem Partner und mir natürlich dann auch gut tun würde. Ist jetzt kein Riesenproblem, was man ja auch schon gesehen hat so in der vergangenen Zeit. Ja, sportlich, klar, bewerte ich es natürlich ein bisschen anders. Es gab ja mal einen Artikel, ich weiß nicht, von Ihnen oder von jemand anderem, bei dem aber faktisch genau dieses Thema ja aufgemacht wurde, dass eigentlich in dieser Saison beim 1. FC Saarbrücken so in der Innenverteidigung, weiß ich nicht, wie es damals formuliert wurde, so ein bisschen der Wurm steckt, dass quasi mit der Vorbereitung eigentlich genau auf der Position permanente Veränderungen irgendwo notwendig waren, ein Transfer nicht funktioniert hat, ein anderer Transfer auf einmal rausgenommen wurde, als wir gerade natürlich brutal stabil waren, mit diesen damals 3 Spielen und 7 Punkten, fast alles zu null. Und dann wurde Erdmann rausgenommen. Das war ja dann auch ein Dauerthema bis Weihnachten. Darüber hinaus einfach auch eine Konstellation, in der wir uns nie so wirklich gefestigt einspielen konnten. Ich finde, unter dem Aspekt muss man einfach sagen, ist die Saison insgesamt punktetechnisch gut gelaufen, weil eigentlich ist die Innenverteidigung insgesamt eine eingespielte Viererkette mit einem Torwart, finde ich, schon so ein wichtiger Baustein, um eine gewisse Stabilität dann auch in Punkte zu bringen. Insofern haben wir es punktetechnisch, finde ich, ganz gut hingekriegt. Trotz alledem siehst du natürlich in vielen Abläufen, dass unterschiedliche Spielertypen, es ist ja nicht immer nur eine Umstellung, sondern grundsätzlich sind es ja auch ganz andere Spielertypen, natürlich auch immer eine grundsätzliche Anpassung benötigen. Du als Trainer machst ja nicht nur Gedanken darüber, welchen Spieler bringst du jetzt rein, sondern logischerweise, wie verändert sich die Gesamtstatik eines Spiels. Und ein Wechsel von Kretschmer zu Erdmann als Partner von Böder, also einen extremeren Eingriff der Spielertypen, der unterschiedlichen Spielertypen, könnte man ja kaum vornehmen. Es ist ja nicht nur so, dass du dann sagst, okay, du ersetzt den einen 1,90-Klotz durch den anderen, aber die Spielweise ist nahezu dieselbe, sondern es treten ganz andere Vor- und Nachteile auf, und die hast du dann logischerweise im Training entsprechend aufzuarbeiten und das Spiel vorzubereiten. In der Kürze der Zeit finde ich das nie so einfach. Und deswegen ist, glaube ich, so die Charaktereigenschaft von Lukas Böder sehr, sehr wichtig, weil er aus meiner Sicht eben so ein Spieler ist, der ganz, ganz viele unterschiedliche Vorzüge miteinander verbindet, ohne dass der Lukas mir jetzt den Kopf abhaut.
vielleicht aber auch, ne, man in der Beurteilung sagt, ihm fehlt so diese absolute Waffe in der absoluten Spitze, so dieses eine Ding, was ihn überragend macht. Auf der anderen Seite hat er aber auch nichts, was ihn in irgendeiner Form minimiert. Und deswegen glaube ich, ist er gerade in dieser Saison ein ganz, ganz strategisch, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, weil er sich auf unterschiedliche Nebenleute, aber auch auf eine unterschiedliche Grundtaktik sehr, sehr gut einstellen kann. Ein sehr intelligenter Spieler. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh über den Transfer. Ehrlicherweise muss ich ja sagen, den haben wir ja mehr so als Backup und Konkurrent zu Ernst geholt, weil er in der Vergangenheit etwas stärker über die rechte Außenverteidigerposition kam. Aber Gott sei Dank hat er auf der Innenverteidigerposition in ganz, ganz hohem Maße solide Spiele gemacht, fügt sich immer mehr ein. Ich sehe in ihm eben auch, das Gespräch hatten wir in der vergangenen Woche, so einen Führungstypen, einen ruhigen Führungstypen, an dessen Seite du, glaube ich, sehr, sehr gerne spielst, weil du einfach eine unheimlich hohe Verlässlichkeit an deiner Seite hast. Und ich finde das für Lukas nicht einfach, in einen neuen Club zu kommen, keine Mannschaftsvorbereitung zu haben und auf einer strategisch wichtigen Position dann permanent einen anderen Nebenmann zu haben, mit der Erwartung beim 1. FC Saarbrücken, du solltest möglichst viele Spiele gewinnen. Deswegen finde ich, macht er das sehr, sehr gut, sehr, sehr unaufgeregt und war im Nachgang mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Personalentscheidung. Und Sie haben 100% recht, also prinzipiell wünscht man sich gerade dort eigentlich so ein Duo, was permanent nebeneinander spielt. Batzi hat ja auch mal gesagt, dass natürlich ein Unterschied ist, ob du ständig hinter demselben Innenverteidiger-Pärchen spielst oder ob die Positionen da sehr, sehr stark variieren. Aber ich finde, das haben wir in Summe dann auch ganz ordentlich hinbekommen. Gut, es gibt erkennbar keine weiteren Nachfragen. Dann noch eine Personalinfo. Der 1. FC Saarbrücken hat den Vertrag mit Torwarttrainer Michael Weirich verlängert. Damit ist das Trainerteam komplett auch in der nächsten Saison beisammen. Ich nehme an, Uwe, das geschah auch auf deinen Wunsch hin, dass wir mit dem Bernd und mit dem Michael verlängert haben. Wie beurteilst du das? Ich fand das schon scheiße, aber. Gut. Nein, super. Ich bin hier, weil ich war ja der Neuankömmling. Und bin einfach vom Trainerteam vom ersten Tag an unheimlich unterstützt worden. Ich habe das häufig gesagt, dass das immer sein Für und Wider hat. Es gibt Trainerkollegen, die definitiv mindestens immer eine feste Konstante an ihrer Seite haben und die auch in die diversen Clubs mitbringen. Ich bin eigentlich jemand, der einen sehr, sehr offenen Austausch sucht und der auch nicht bei seinem jeweiligen Arbeitgeber so auf der Suche nach permanenten Freundschaften ist, sondern nach inhaltlich guter Arbeit, nach einem Diskurs, auch in der Diskussion, weil der kann ja auch durchaus bereichernd sein. Und da war es für mich ein Riesenvorteil, dass viele Menschen einfach den 1. FC Saarbrücken mit seinem Umfeld, mit der Qualität der Spieler einfach sehr, sehr gut kannten, weil ich war ja der Neue und ich musste mir das erarbeiten. Und das ist natürlich deutlich leichter, wenn um dich herum Leute zum einen inhaltlich stark sind, in ihrem Teilbereich stark sind, aber logischerweise die auch die ein oder andere Information darüber hinaus geben können, die dich einen Verein etwas schneller verstehen lassen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass wir da auf Konstanz setzen können. Und das besagt aus meiner Sicht eben auch, dass wir sowohl inhaltlich als auch persönlich wirklich gut miteinander arbeiten und diesen Verein einfach nach vorne bringen wollen. Gut, dann wäre das auch geklärt. Kommen wir noch zu zwei Infos. Spiel am Sonntag in Duisburg mit 750 Zuschauern und ohne Gästefans. Das gleiche Schicksal ereilt uns dann am kommenden Mittwoch zu Hause gegen Borussia Dortmund 2, wo wir hier im Saarland 1000 Zuschauer zulassen können, aber ohne Gästefans. Die Infos wird auf der Homepage entnehmen. Da läuft seit 12 Uhr der eingeschränkte Kartenverkauf für Dauerkarteninhaber. Und die Spieltagsvorbereitung ist dann, wie gehabt, unter Pandemiebedingungen nur eine Tribüne offen, die Haupttribüne, damit man auch den wirtschaftlichen Aufwand minimieren. Das wird ein Zuschussgeschäft werden.
eine Spieltagsdurchführung unter der Woche mit Flutlicht und wenigen Zuschauern. Und insofern ja, müssen wir jetzt erstmal damit leben, die Pandemiezahlen steigen ja auch. Zum Schluss vielleicht das positive Wochenende für unsere Fans, mal die Augen aufhalten. Der beklebte Bus mit dem FC-Logo, das ja von den Fans ja, gewählt worden ist, wird an diesem Wochenende erstmals durch die Stadt fahren. Die Saarbahn ist im Moment noch in Vorbereitung. Da werden wir dann gesondert einen Termin draus machen, wo wir dann die erste Jungfernfahrt zusammen mit dem SAVV mal organisieren wollen. Aber der Bus fährt schon mal am Wochenende und wir hoffen, dass er auch gut angenommen wird. Wir sehen uns dann, was die Journalisten angeht, am Sonntag in Duisburg und ansonsten am Dienstag zur nächsten Stadt. Und einen schönen Nachmittag.